Und wir kommen zum letzten Match der Gruppenphase. Felix Maat gegen Shaolun. Oh, du bist charmanter Kerl, du, hein? Oh, bonjour, monsieur. Du siehst aus wie eine Franzose, aber bonjour. Je suis français aussi, mon ami. Oh, oui, voulez-vous coucher avec moi? Non. Oh, mais peut-être. Tamam. So, Felix Maat soll anfangen. Auch hier heißt es wieder 3 Minuten, 4 Takte, Freestyle-Schlagabtausch. Berlin hört ganz genau zu. Die Hände gehen hoch, DJ Pete, let's go! Ich bin auch ein Franzose, der die Worte sucht. Deine Freundin und ich haben ein Rendezvous. Bro, was geht ab? Ich komme an und du wirst hier geklatscht. Der Franzose hat krasser gerappt, ihr habt ein Rendezvous, doch sie hat dich versetzt. Nein, sie ist nicht gekommen, aber du zu Hause in dein Pantalon. Ey, du bist eine kleine Ratte, beim Faustkampf hisst er die weiße Flagge. Denn er ist ein Franzose, ich glaube, du bist nicht ganz oben. Ah, ich komme rein und dich töte ich. Weiß und rot auf blau, dann ist der Französisch. Ja, da kannst du die Fahne essen. Halt deine Maul, du darfst dich jetzt verpissen. Ey, ich werde dich echt hier zerspalten. Du bist Franzose, denn du kannst hier die Stellung nicht halten. Ey, Digga, was denn hier los? Ich komme an und dann wird der Bastard hier los. Das ist vom Geschichtsbuch, Kapitel 4. Doch deine Mutter nach 2 Minuten kapituliert. Ja, weil sie kriegt in die Arsch. Und danach sagt sie bitte, bitte, ça marche. Ey, ich komme an und du bist gleich einsam. Kapituliert hat sie was ja mit euch gemeinsam. Ach ja, die Line, jetzt habe ich sie auch gecheckt. War eine kurze Latenz, aber dann habe ich gecheckt. Ja, ich bin fast bei deiner Line gekommen, aber die Deutschen, sie wurden eingenommen. Was soll ich sagen? Ich bin Franzos und ich habe etwas ganz Großes in der Hose. Ey, ich bin heute der G und ficke ihn weg von Lyon bis Paris. Ey, ja, so sieht das aus. Ich komme an und weiß, der ist hier so drauf. Ja, ich gebe dir ein paar Schläge, du Gay. Ich ficke dich von Montpellier bis Marseille. Und danach ficke ich dich von Paris bis Berlin. Du hast deine Freunde mit dem Bett heute stören. Ey, du bist wack, du kleine Bitch. Deine Freundin ist feucht wie die Schnecken, die du isst. Ah, ja, das wollte ich noch da lassen. Ich komme an, denn das sind harte Tatsachen. Ja, ich weiß nicht, was ist los. Hab mir Schnecken verputzt als jede Franzose. Also, ich schicke dir liebe Grüße. Deine Freundin kommt vorbei, schickt Bilder von Füße. Ja, sie schickt was von Füße und danach schicke ich ihr auf Tinder noch schöne Grüße. Aber du bist ja auf Grindr unterwegs, auf Bumble oder Tinder, Digga, ist ja was okay. Hab ich schon gesagt, liebe Grüße, aber deine Freundin, sie isst keine Süße. Ja, doch ich esse eine süße Macaron. Nimm deine Mutter Gangbang mit Emmanuel Macron. Ey, ich bin jetzt so doof. Du siehst aus wie Fidel Castro in Wack-Version. Oh. Ey, Digga, ja, ich bin so doof. Digga, starte mal hier bitte keine Revolution. Was ist das denn? Ich komm und ich fick sie. Diese ganzen Rapper bin Leonardo da Vinci. Ah, ich fick dich tief in den Arsch und male deine Mutter, so wie Mona Lisa. Ey, Digga, ich hab das auch sofort gelesen. Aber Mona Lisa hat dir da einen Korb gegeben in 1600. Und wenn du nochmal zurückreist, macht sie dasselbe, Digga. Ja, ich fick gleich. Ey, ich singe ein paar Lieder. Ich hab Date mit Mona Lisa, schief im Turm von Pisa. Und ich hab eine kleine Wurm auf meinem Kopf, doch in der Hose ein Eiffelturm. Ey, Digga, ich bleib hier echt fresh. Du hast in der Hose ein sehr kleines Baguette. Ey, ich glaube, das kann da nicht mithalten. Ich komme an und werde dich hier zerspalten. Kein Baguette, deine Frau mit meinem Croissant verführt. Denn ich hab den G-Punkt berührt. Ja, das ist die schöne Form. Ich ficke dich heute ganz schön enorm. Vorbei! Alright. Wenn ihr sagt, der Punkt in diesem letzten Gruppenmatch geht an Felix Maat, dann bitte einmal die Hände, Berlin.
Wenn ihr sagt, der Punkt in diesem letzten Gruppenmatch geht an Shalom, dann bitte einmal die Hände, Berlin. Hui. Müssen wir nochmal nur Hände, wa? Eieiei. Ja, jeder von euch entscheidet sich für einen der MCs. Jeder. Und gleich bitte nur Hände. Licht in die Crowd. Einmal bitte die Hände für Felix Matt. Dankeschön. Einmal bitte die Hände für Shalom. Ja, auch nur ein paar. Tierstar hat es auch so gesehen. Es waren ein paar Hände mehr, aber ein paar Hände mehr sind mehr Hände. Und das heißt, der Sieg geht an Shalom. Wie sahst du die, nennen wir es mal Problematik, zwischen Real MC und Entertainment Skills? Ich fand Shalom heute fast unschlagbar. Ja, absolut. Shalom war super. Ich sehe das jetzt nicht so irgendwie, dass ich sage, es muss nur Real MCs geben oder so. Ich finde, solange die Crowd entertained ist und es nachhaltig ist, also irgendwie das nicht nur so an einem Arm funktioniert, sondern irgendwie da wirklich Skill hintersteckt und so, finde ich das vollkommen legitim und hat mir gefallen. Ja. Ich meine, du hast ja auch Erfahrung mit diesen Rollenspiele, ne, Fahrkarten, Kontrolleur, dies, das halt, ne, so. Wie sehr siehst du das als Waffe, ne, in eine Rolle zu schlüpfen, um die Crowd, gerade in so einem Freestyle-Battle, wo es darauf ankommt, auf Hände und die Crowd hinter sich zu bringen halt, ne? Wie legitim siehst du das, beziehungsweise wie sehr sagst du, okay, das ist ein Ausflug, den ich auch mache, wage, oder ich halte eine, was ist für dich eine gute Mitte, was das angeht? Ganz kurz eine Sache, für dich ist natürlich leicht zu sagen, so, oder was heißt leicht zu sagen, ich verstehe absolut deine Perspektive, dass du sagst, so Real MCs sind meine Nummer eins. Aber es ist leicht zu sagen, wenn das eigene Leben ein Stück weit ein Film ist so, und man viel erlebt hat. Mhm. Und wenn meine Hauptstation in meinem Lebenslauf so die TU Berlin ist, weißt du, dann kann ich jetzt nicht so reale Geschichten erzählen und ich habe jetzt trotzdem nicht vor, mich zu irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen hier auf der Bühne, aber was ich nur sagen wollte, ist es halt für manche Leute berechtigterweise einfacher, so eine reale Rolle zu spielen. Haben natürlich auch mehr durchgemacht und was auch immer. Auf jeden Fall. Eine interessante Perspektive. Fühlst du dich eher im Nachteil, dass man sagt so halt, okay, ich habe jetzt aus wahrer Perspektive, aus wahrer Persönlichkeit nicht viel zu erzählen, aber ich habe halt Skills. Ich bin ein guter MC, ich habe eine coole Stimme, ich habe Performance, ich habe ein gewisses Auftreten auf der Bühne, aber ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, aber ich weiß, wie ich es sagen soll. Ich würde sagen, jeder hat so seine eigene Story, seine eigenen Geschichten, die er erzählen kann. Sie sind halt nur nicht so, sag ich mal, plakativ oder einfach zu erzählen, wenn du halt so, sag ich mal, eher durchschnittliches Leben auf der Uhr hast. Ich würde es nicht als Nachteil empfinden oder sagen, buhuhu, mein Leben, ich wäre gern im Ghetto aufgewachsen. Das ist natürlich Bullshit. So. Das wünscht sich natürlich wahrscheinlich niemand, der bei Sinnen ist. Mhm. Aber im Rap-Kontext sieht man es halt oft, dass berechtigterweise halt so Leute von der Street irgendwie mit Kredibilität und so viel reißen können und Skills natürlich. Und das finde ich auch berechtigt, das finde ich geil. Und das ist auch ein Element von Hip-Hop, wo ich jetzt kein Experte bin, sondern du könntest wahrscheinlich alle sechs auf einmal aufzählen. Aber Vier.